Hallo und willkommen zu Fred's Back. Ein Spiel von Cosmos Designs, das sind die Jungs um Hannes und Karl Sommer. Das Spiel kam raus 1993 oder so, als Spiel des Monats im 64er Magazin. Das war eine der wenigen Male, wo ich mir die Diskette bestellt hatte. Ich habe die Zeitung bis dahin immer noch am Kiosk gekauft und hatte kein Abo. Und ich muss sagen, es hat mich nicht enttäuscht. Ich stehe auf diese Optik. Ich mag auch den Musikstil von Karl Sommer ganz gern. Die beiden haben ja zusammen eine ganze Menge Spiele gemacht als Cosmos Designs. Und ich würde das bezeichnen als eine Kreuzung aus China Sisters und Creatures. Creatures wegen der Grafik und China Sisters wegen der Diamanten. Es ist ein China Sisters mit Creatures Grafik in 8 Wege. Ach, ich probiere es dann nochmal. Was ist jetzt los? Sag nur, ich muss das mit Port 1 spielen. Oh Mann, ey. Nee, irgendwas stimmt nicht. Ah, jetzt. Keine Ahnung, was das war. So, das ist Fred. Dickes Etwas mit Mütze, aber dafür ohne Arme. Okay, weiter geht's. Auch ein Spiel, wo sich der Protagonist sehr gesund ernährt. Oh, ich muss zusehen, dass ich da... Ja, genau. Ich mag diese Soundeffekte, die sind total cool. So, jetzt kann ich schießen, soweit ich weiß. Gut. Und das war auch schon der erste Level. Okay, und Nummer 2. So, der Schuss hat jetzt noch nicht so viel Schmackes, aber das kommt noch, wenn man die Upgrades aufsammelt. Wichtig ist, dass man regelmäßig eben das Obst zu sich nimmt. Weil da oben läuft ja ein farbiger Balken ab, neben der Score-Anzeige. Schön gemacht ist auch, dass wenn der Balken weitgehend abgelaufen ist, kann man das am Gesichtsausdruck von Fred erkennen. Dass er sich nicht mehr so wohl fühlt, müde wird, Hunger hat. Finde ich gut gemacht. Ich glaube, hier ist der Ausgang, aber ich habe noch nicht genug Diamanten eingesammelt. Also geht's hier weiter. Erstmal die Vögel hier alle wegschaffen. Wie gesagt, ich mag diese Soundeffekte sehr gerne, die finde ich gut gemacht. So, der Pfiff beim Aufsammeln von normalen Diamanten signalisiert einem, so jetzt hast du genug, du kannst gehen. Und raus da. Das sieht jetzt relativ einfach aus. Ist es eigentlich auch. Aber wenn man Fehler macht, verliert man seinen Schuss zum Beispiel. Und dann wird das Ganze schon wieder viel schwerer. Und natürlich werden die Levels auch zunehmend größer. Das heißt, alle Diamanten zu finden, die man braucht, um weiterzukommen, dauert dann auch. So, hier ist wieder der Ausgang, aber ich darf halt noch nicht. So, wo geht's denn hier weiter? War ich hier schon? Ja. Okay. Nein, das war blöd. Okay. Wo geht's denn da weiter? Okay, also jetzt nicht übermütig werden. Was anders. Ja, so ohne Schuss ist das gleich mal eine ganz andere Nummer, weil da muss man sich ja überlegen, dass man auch ausweichen muss. Ah, sehr schön. Netterweise gabst du da einen.
Von diesem Spiel gibt es insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Teile. Die aber eigentlich alle gleich sind, glaube ich, bis auf das Level-Layout. Schon wieder. Naja, gut. Es macht eigentlich keinen Sinn, noch einen weiteren Durchgang zu spielen, weil worum es in dem Spiel geht, habt ihr gesehen. Wenn es euch gefällt, besorgt es euch irgendwo. Es kostet ja auch nichts. Und ich würde mich freuen, wenn ihr positive Kommentare dann lasst, einen Daumen hoch oder gleich das Abonnieren. Abonnieren ist überhaupt das Allergrößte. Danke fürs Zuschauen. Ciao.